Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir zum Thema Flohmarkt-Haul. Das hatten wir irgendwann vor kurzem mal angeschnitten, beziehungsweise habe ich da ja so ein Flohmarkt-Haul gemacht und da habe ich ja die Errungenschaften, die ihr hier bei mir im Hintergrund seht, ergattert. Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir diese bearbeiten werden und heute ist es soweit. Ich freue mich. Und zwar seht ihr schon hier im Hintergrund die Sachen, ich habe die schon so ein bisschen positioniert. Das sind für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe irgendwann mal vor kurzem ein Flohmarkt-Haul gemacht und da habe ich halt gezeigt, was ich ergattert habe. Das sind diese Vasen, die ihr hier im Hintergrund seht. Und die haben unterschiedliche Oberflächen, unterschiedliche Strukturen, sind aus unterschiedlichen Materialien. Und ich habe mir überlegt, wir werden sie heute ganz easy going, das kann jeder zu Hause echt mit zwei Schritten selber nachgucken, bearbeiten. Und zwar habe ich hier so einen Sprühlack besorgt von der Marke Renovo. In der Farbe Bronze, ich guck mal, wer es gerade fixiert, in der Farbe Bronze und damit werden wir heute die einzelnen Vasen alle ansprühen. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass Bronze das neue Gold ist, das moderne Gold sozusagen. Von daher probier es einfach aus und wir schauen einfach mal, wie die Ergebnisse sind und schauen auch dann mal, was wir da für Blumen reinstellen. Und ja, also wie gesagt, Kinder leicht, zwei Schritte, einfach ein bisschen Zeitungspapier schon mal zurechtlegen, den Sprühlack schon mal raussuchen und dann kann es losgehen. Also bleibt dran, habt Spaß dabei, wenn es euch gefällt, freue ich mich über Daumen nach oben und ich bin auf die Ergebnisse genauso gespannt wie ihr. Bis dann, tschüss! Wie ihr hier seht, habe ich nochmal eine kleine Materialübersicht für euch zurechtgelegt. Wir benötigen Zeitungspapier, Einweghandschuhe, den Sprühlack und die entsprechenden Gegenstände, die besprüht werden sollen. Nachdem ihr die Handschuhe angezogen und eure zu besprühenden Gegenstände auf das Zeitungspapier positioniert habt, kann es auch schon mit dem Sprühlack losgehen. Dieser wird zuallererst ca. 3 Minuten gut durchgeschüttelt, bis beide Kugeln in der Sprühdose aneinander stoßen. Der Sprühlack wird in mehreren Schritten aufgetragen. Ich empfehle euch, einen Abstand von ca. 20 cm zu lassen und den Lack dünn aufzusprühen. Zwischen den Schritten solltet ihr eine Trockenphase von 30 Minuten einhalten. Sollten dennoch Lacknasen entstehen, was bei so einer glatten Oberfläche schnell passieren kann, könnt ihr sie mit 240er Schleifpapier, nachdem sie getrocknet sind, abschleifen und vorsichtig erneut in mehreren Schritten draufsprühen. Das ist auch schon wieder das Endergebnis. Ich hoffe, dass euch das Video in eurem eigenen Vorhaben weitergeholfen hat und wünsche euch einen richtig schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss! I just wanna change, I just wanna